Ameisen sind hochintelligente Tiere, die in riesigen Staaten zusammenleben. Ihre Behausungen kennt ihr sicher alle. Ameisenhügel sind schlau konstruierte Bauwerke. Innen bestehen sie aus Gängen und Kammern. Damit es nicht zu warm und nicht zu kalt ist, überlegen sich Ameisen gut, wie und wo sie ihre Hügel bauen. Sie suchen sich als erstes einen alten Baumstumpf oder eine Felsnische. Und wenn der Ort sehr sonnig ist, sind die Hügel eher niedrig und flach. Wenn es schattig ist, werden die Hügel sehr hoch gebaut, um möglichst viel Sonne abzubekommen. Manche Ameisen haben keine andere Aufgabe, als die Schichten des Hügels die ganze Zeit umzuschichten. Damit es drinnen nicht feucht wird und nicht anfängt zu schimmeln, tragen sie feuchte Nadeln, Pflanzenteile, Erde und Holzstücke an die Oberfläche und trockenes Material in den Bau hinein. Auch wir Menschen möchten es bei uns zu Hause nicht zu warm und nicht zu kalt haben. Deswegen heizen wir im Winter. Damit wir möglichst wenig heizen müssen und es trotzdem warm ist, wurde das sogenannte Passivhaus entwickelt, das einem Ameisenhaufen sehr ähnlich ist. Es ist sehr gut gedämmt und die Fenster haben drei Glasschichten. Wie bei einem Ameisenhaufen ist die Lage eines Hauses, das möglichst wenig Energie verbrauchen will, entscheidend. Es wird darauf geachtet, dass die großen Fenster alle nach Süden zeigen, um möglichst viel Sonnenwärme ins Haus zu lassen. Statt einer Heizung in jedem Raum gibt es wie in einem Ameisenhaufen ein Lüftungssystem, das die Luft von außen erwärmt und feuchte Luft von drinnen nach draußen leitet. Aber dadurch, dass das Haus so gut gedämmt ist, heizen sich die Räume schon durch menschliche Körperwärme gut auf. Zusätzliche Wärme, um zum Beispiel Wasser zu erhitzen, kann durch Solaranlagen auf dem Dach gewonnen werden, die die Sonnenwärme einfangen oder aus der Erde entnommen werden. Ein Passivhaus braucht 10 bis 20 Mal weniger Heizenergie als ein normales Haus und ist damit sehr, sehr klima- und umweltfreundlich.